herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Was ist denn heute? Dienstag? Dienstag! Es ist Dienstag. Meine Haare. Heute ist ein schöner Tag. Ich habe eine wunderbare Nachricht. Werde ich euch allerdings noch nicht erzählen. Noch nicht. Aber auf jeden Fall war heute ein sehr erfolgreicher Tag. Denn ich habe endlich die Harry Potter Eier bekommen. Also wirklich, die Harry Potter Eier, die sollte es schon geben. Bei Kaufland und bei Aldi. Ich habe jeden Kaufland abgefahren. Nirgendwo hat es sie gegeben. Alles ausverkauft. Und heute Morgen bin ich dann zum Aldi gefahren. Und da gab es zwei Packungen. Und ich habe beide Packungen gekauft. Und da gab es zwei so Lagen. Und die habe ich gleich gekauft. Die haben mir natürlich ein bisschen blöd angeguckt, aber ist mir egal. Und das wollte ich euch schnell zeigen. Ich habe einmal Pizza gekauft für mich und meinen Mann. Genau, weil ich mich so gefreut habe heute, habe ich mir Pizza mitgenommen. Das ist von dem Kinosessel, wo wir geholt haben. Die Schrauben haben wir nämlich auseinandergeschraubt. Ja, und hier sind die zwei. Einmal meins. Und die habe ich einmal für meine Nachbarin mitgenommen. Das gehört nicht dazu. Das ist mal ihr Leckerli. Genau, die habe ich einmal für meine Nachbarin mitgenommen. Die bringe ich ihr die nächsten Tage vorbei. Bin mega gespannt, was da so drin ist. Ich werde meine jetzt dann auf jeden Fall aufmachen. Falls euch interessiert, was da so drin ist, ich werde auf jeden Fall auf TikTok Videos dazu hochladen. TikTok-Kanal ist unten verlinkt. Genau, dann waren wir noch, das habe ich von meinen Eltern bekommen. Einmal so zwei Näpfe, die man ausklappen kann für Maya. Und dann, das habe ich von meiner Oma bekommen, bei ihrem Geburtstag. Bei TK Maxx waren wir, da habe ich einmal für 2,79 € die Macarons gekauft und einmal für 10 Euro ein Ladekabel, was sehr gut ist, weil ich festgestellt habe, dass mein anderes hier kaputt ist. Sehr gut. Und 10 Euro kann man nicht meckern. Dann gab es heute bei McDonald's Socken zu Ostern. Also das Muster sieht gleich aus. Das brauche ich jetzt nicht auspacken. Gab es eben Socken, 40 bis 44. Es gab S und L. Gut, dass ich L genommen habe, weil ich habe 40. Weiß nicht, wie groß dann S ist. Ja, einmal die Socken. Habe ich mich mega gefreut, dass ich die noch erwischt habe. Dann habe ich einmal Kaffee eingekauft. Beim Edeka, da haben wir auch geguckt, ob es die Eier gibt. Gab es aber leider nicht. Habe mir einmal Sushi gekauft. Das werde ich morgen mit in die Arbeit nehmen. Von Rewe, da habe ich auch geguckt, ob es die Eier gibt. Da gab es sie auch nicht. Und einmal Harry, die sind für jemand Bestimmtes, habe ich für meinen Mann besorgen müssen, der uns so ein bisschen geholfen hat. Das ist so heute passiert. Maya ist auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Bitte aufgeregt. Ja, die kriegt jetzt Liebeskuscheleien von mir. Ja, und ich räume das erstmal weg, damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, neues Video habe ich schon gesagt. Zu einem neuen Tag. Ja, ich habe mich leider die ganze Woche nicht gemeldet. Ihr merkt es auch, ich habe eine neue Frisur. Also ich war beim Haare schneiden, habe mir auch die Haare färben lassen. Und habe da Semmelbrösel anscheinend im Haar. War endlich mal wieder beim Friseur. Aber ratet, was ich gezahlt habe. Für Waschen, Färben, Schneiden. 109 Euro. Ich weiß schon, warum ich nicht oft zum Friseur gehe. Ich bin schon zusammengerichtet, weil ich in, ja, ein bisschen weniger, 1 Stunde und 50 Minuten. Genau, jetzt in die Arbeit muss. Genau, ich habe Spätschicht. Ich hatte gestern auch Spätschicht. Die Woche, die war tatsächlich ein bisschen stressig, deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Das heißt, das Video wird tatsächlich mal ein bisschen kürzer. Vielleicht melde ich mich heute nochmal, wenn ich von der Arbeit komme. Aber da muss ich eigentlich noch filmen, weil ich ein paar Boxen hier habe. Die Brandmus-Box ist da. Nochmal eine Campus-Tüte ist gekommen. Die aus den Beauty-Wundertüten habe ich natürlich auch wieder was gekauft. Ja. Da konnte ich nicht Nein sagen. Konnte ich einfach nicht Nein sagen. Mich regt gerade mein Pony ein bisschen auf, weil er nicht macht, was er machen soll. Ich wollte wieder einen Pony haben. Mag ich einfach viel lieber. Ja, es gibt ein paar Neuigkeiten bei mir. Tatsächlich. Ich war diese Woche auf einem Vorstellungsgespräch. Und habe mir gedacht, da bewirbe ich mich jetzt auf gut Glück. Es ist eine Stelle, die eigentlich sehr schnell weg ist. Und deswegen habe ich mir da gedacht, ich probiere es einfach. Das Problem ist, dass mein alter Betrieb jetzt, ihr habt das ja mitbekommen, jetzt habe ich ja mittlerweile 6 verschiedene Schichten. 4 Schichten bei uns in der Stadt und dann noch die Außenwoche, die wir mitbedienen müssen, weil sie ja 4 Stunden und 8 Stunden umgestellt wurde. Und ehrlich gesagt, ich kann nicht mehr schlafen. Ich werde jede Nacht mitten in der Nacht wach und kann nicht mehr einschlafen. Und das mit dem Praxisanleiter, das funktioniert irgendwie auch nicht so gut. Ich habe nämlich bis jetzt keinen Azubi dabei gehabt. Jetzt bin ich seit Januar da. Also ich habe schon FSJler und so dabei gehabt, aber nicht für das, was ich eigentlich ausgebildet wurde. Ja, und es sind ein paar mehr Sachen, die mich einfach gerade ein bisschen traurig machen und nerven, obwohl ich wahnsinnig gerne bei mir in der Woche arbeite. Also so ist es nicht. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein guter Job, der wo jetzt angeboten wird. Ich bewirb mich mal auf gut Glück und die haben mich tatsächlich aus 3 Notfallsanitätern genommen. Also es ist, sie haben einen Notfallsanitäter gesucht. Das ist aber nicht mehr im öffentlichen Rettungsdienst. Also ich habe einen neuen Job, den werde ich ab Juni beginnen. Nicht mehr im öffentlichen Rettungsdienst, da bin ich auch sehr froh.
Ich meine, ich hätte schon weitergearbeitet im Rettungsdienst, so ist es nicht, aber das ist tatsächlich jetzt ein Job, wo ich auch Feiertage und am Wochenende frei habe. Und es ist einfach geregelter. Es ist geregelter und finanziell auch attraktiver als mein jetziger Job, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich da dann gleich zugesagt. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe diese Woche dann die Zusage dafür bekommen, habe dann gekündigt. Meinen alten Job. Also deswegen habe ich mich nicht gemeldet, weil ich so viel Stress hatte, habe dann gekündigt. Ich meine, mein Leiter Rettungsdienst, der war auf jeden Fall, ich würde sagen, enttäuscht, wütend, aber trotzdem hat er es verstanden. Das, was die bieten, da können sie einfach nicht ran. Das ist tatsächlich so. Und ich habe schon gesagt, es ist jetzt mega doof, weil ich jetzt in Praxis, weil er gesagt hat, ja, jetzt haben wir das Geld in dich gesteckt und jetzt gehst du. Ja, aber es hat tatsächlich mehrere Gründe leider. Mehrere Gründe, die er leider nicht ändern kann. Jedenfalls nicht auf die Schnelle. Und ich jetzt gesagt habe, ich muss auf mich gucken. Auch mein Mann hat gesagt, ich muss auf mich gucken. Ich wäre tatsächlich einfach doof, wenn ich die Stelle nicht nehmen würde. Und mir tut es wahnsinnig leid. Und ich gehe auch echt nicht gerne. Ich habe meine Kollegen wahnsinnig gerne. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit denen zusammen. Aber wenn ich wütend in die Arbeit gehe oder sobald ich in der Arbeit bin, wütend werde und wenn ich nicht mehr schlafen kann und alles, wenn mir das einfach so aufs Privatleben jetzt mittlerweile geht, habe ich gesagt, dann muss ich was ändern. Es hilft nicht. Es hilft leider nicht. Und deswegen habe ich meinen alten Job gekündigt. Das heißt, es stehen große Veränderungen an. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich lasse es auf mich zukommen. Und ich meine, das ist auf jeden Fall für mich auch mit Unsicherheit ein bisschen verbunden, weil wir natürlich dieses Jahr 4 Wochen Urlaub auf Schweden gefahren werden. Weiß ich nicht, ob das was wird. Ich habe meine Lehrprobe, wo ich eigentlich noch frei brauche. Weiß ich nicht, wie das aussieht. Also das sind Sachen, die ich alles noch klären muss, die alle noch im Ungewissen sind. Aber trotzdem habe ich jetzt den Schritt gewagt, einfach in Hoffnung, dass es mir damit wieder besser geht, weil es mir einfach aktuell psychisch, seelisch nicht gut geht, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Und auch wenn es mir für meinen Betrieb leid tut, aber ab und zu muss man halt auf sich selber gucken. Und ich habe ja auch vor, und meine neue Arbeit will das auch, dass ich nebenbei fahre. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt bei mir im Kreisverband noch möglich ist, dadurch, dass ich jetzt gekündigt habe, obwohl sie mir den Praxisanleiter gezahlt haben. Ob die das dann noch wollen, keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall nebenbei noch irgendwo fahren, einfach um nicht rauszukommen, weil es ist nicht der öffentliche Rettungsdienst, es ist sozusagen eine ganz andere Tätigkeit, würde ich jetzt sagen. Und einfach, damit man da nicht rauskommt aus diesem Rettungsdienstlichen, weil da ist man relativ schnell raus und ich ja mein Studium habe und trotzdem später auch nebenbei unterrichten will, will ich auch fahren, genau. Also, aber ich weiß halt nicht, ob mich unsere Arbeit auf 520 Euro nehmen würde. Also mein jetziger Betrieb. Ja, es ist auf jeden Fall aber was ich mich sehr freue. Ich bin auf heißen Kohlen gesessen, weil ich nicht wusste, ob ich den Job bekomme. Und es ist wirklich ein sehr attraktiver Job. Aber war mega süß. Hab einen Anruf bekommen und der hat dann zu mir gesagt, die wollen sie. Die haben gesagt, genau das, was wir wollten. Gute Ausbildung, hat sich weitergebildet, netter Charakter. Habe ich mich schon ein bisschen geehrt gefühlt. Ja, und dann habe ich den Job bekommen und ich war wirklich mega froh. Ich war mega erleichtert und auch mein Mann war mega erleichtert, weil ich meine, der bekommt ja alles mit, was jetzt so die letzte Zeit ist und der weiß, dass es mir einfach damit gerade nicht gut geht, dass mich das wahnsinnig gestresst hat. Also die haben tatsächlich im Vorstellungsgespräch auch gesagt, was mich stresst und ich habe gesagt, ja, eigentlich nicht viel. Das Einzige, was mich jetzt wahnsinnig stresst, ist, dass wir 6 Schichten haben und das stresst mich wahnsinnig. Ja, habe ich ehrlicherweise gesagt. Bin gespannt, wie es wird. Ihr werdet ja mitbekommen, wie es mir geht, so privat zu Hause, von der Arbeit. Habe ich ja sonst auch nicht viel erzählt, das wisst ihr. Werde ich natürlich jetzt auch nicht machen. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Was war diese Woche dann noch? Ich habe dann, wie gesagt, einen Arbeitsvertrag unterschrieben, den neuen. Ich habe mich für den Führerschein angemeldet. Also ich mache jetzt den großen Führerschein. Da war ich auch schon in der ersten Fahrstunde. Bin jetzt auch ein bisschen am Lernen. Gott sei Dank ist die Prüfungsphase ja vorbei. Ich habe die Facharbeit, die letzte, abgegeben. Das heißt, alle Prüfungen sind jetzt durch. Muss ich jetzt bloß noch bestehen, damit ich sie nicht wiederholen muss. Was ich aber jetzt nicht hoffe. Genau, und jetzt konzentriere ich mich auf den Führerschein, bevor die nächsten Prüfungen für Studium dann wieder kommen. Ja, ihr merkt es ja. Ich höre einfach nicht auf mit dem Lernen. Ich höre einfach nicht auf damit. Egal. Gerade bin ich ein bisschen müde. Mein Mann, der hat gerade sein Auto abgegeben, hat sich dazu entschieden, dass er das Auto verkauft. Aus mehreren Gründen auch und guckt sich jetzt auch schon noch einen neuen um. Also er hat jetzt aktuell noch keins. Hat aber die letzte Zeit tatsächlich einigermaßen gut hingehauen mit meinem Auto und wir hatten ja das Quad. Bin zum Beispiel in die Fahrschule mit dem Quad gefahren. War jetzt nicht wahnsinnig warm, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall gegangen. Also das ist schon jetzt praktisch, dass wir das Quad haben. Wo wir keine 2 Autos mehr haben jetzt zur Zeit. Ich habe gerade auf jeden Fall den Vlog von letzter Woche bearbeitet. Ich muss den jetzt noch hochladen, bevor ich dann in die Arbeit muss. Genau. Und morgen habe ich dann auch noch Spätschicht. Und dann habe ich tatsächlich 3 Tage frei. Dienstag will mein Mann in eine Stadt fahren und ein Auto angucken, ob ich euch da mitnehme. Da will ich dann wahrscheinlich zu Primark gucken und zu Starbucks. Ich will auch zu Starbucks. Da nehme ich euch bestimmt mit. Ich
Ich freue mich schon. Und ich habe tatsächlich die Harry Potter Ü-Ei endlich bekommen. Das habt ihr mitbekommen. Ich habe dann nochmal welche gekauft. Und gestern hat meine Nachbarin dann auch endlich beim Kaufland welche gefunden. Auch diese Dreierpackungen. Da hat sie mir dann drei mitgenommen. Ja, genau. Ich habe jetzt noch nicht alle Figuren. Mir geht noch ab Malfoy und Harry gehen mir ab. Und noch so ein paar andere Sachen. Also nicht die Figuren, sondern dieses Kärtchen. Da gibt es ja einen Zug und noch irgendwas. Die gehen mir noch ab. Und ich weiß nicht, ob es noch einen Stifthalter gibt. Harry als Stifthalter habe ich. Da freue ich mich. Ihr habt es ja gesehen. Ich bringe die immer online. Entweder auf TikTok könnt ihr es angucken oder auf YouTube, da bringe ich auch Shorts online. Einfach da vorbeischauen, wenn euch interessiert, was ich da so drin habe. Ich bin froh, dass es sie endlich gibt. Werde die so die nächsten Tage auspacken, denn ich habe noch ein paar. ja, der Akku blinkt. Ich werde jetzt schnell die Kamera anstecken und melde mich auf jeden Fall heute Nacht nach der Arbeit nochmal. Wir sehen uns, bis dann. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Talk und zu einer neuen Woche. Ich habe mir gedacht, ich nehme noch ein bisschen was auf, weil sonst wird der Vlog echt kurz. Och, Maus. Du bist ja los. Maus. Ja. Hier sitzt sie, die kleine Maus, will natürlich wieder kuscheln. Genau. Was habe ich euch in dieser Woche erzählt? Ich habe euch ja über meinen neuen Job erzählt. Es ist jetzt so, dass viele bei uns tatsächlich gehen. Ich bin nicht die Erste und ich werde wahrscheinlich auch nicht die Letzte sein, was sehr schade ist. Ich arbeite da wahnsinnig gerne und ich habe auch echt nicht gerne gekündigt. Aber ich habe ja schon gesagt, dass mit diesen 6 Schichten, das ist einfach nichts mehr für mich. Und ich finde, dass es vom Betrieb her einfach nicht mehr funktioniert. Also wir werden verheizt, habe ich das Gefühl. Also die letzte Zeit, wir müssen nur einspringen. Es vergeht kein Tag, wo nicht in die Gruppe reingeschrieben ist, ob irgendjemand irgendwas übernehmen kann. Genau, und das ist mir einfach mittlerweile zu stressig. Ich habe gesagt, wenn ich genervt in die Arbeit fahre oder genervt bin, wenn ich dann dort bin, dann muss ich was ändern. Und der neue Job, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Es hat einige Zeichen gegeben, zum Beispiel, dass ich überhaupt erst erfahren habe, dass sie einen suchen, einen Notfallsanitäter. Das habe ich von einer Kollegin erfahren, also von einer ehemaligen Kollegin erfahren und habe mich dann gleich beworben. Ich bin da gerade noch in das Auswahlverfahren mit reingerutscht. Hat er gesagt, er guckt, ob er mich noch reinbringt. War sich aber nicht sicher, weil die Vorstellungsgespräche eigentlich schon gelaufen sind. Ja, mega cool und hab dann mich beworben und habe die Woche drauf gleich einen Anruf bekommen, wann ich kommen kann und dann gleich den Tag drauf habe ich das Vorstellungsgespräch gehabt nach dem Anruf. Ja, und dann haben sie eben gesagt, sie melden sich bei mir, aber sie haben noch Vorstellungsgespräche und dann wird die Entscheidung erst stattfinden und ich soll mir halt dann nochmal gut überlegen, ob das wirklich was für mich ist und bla bla. Habe ich gesagt, mache ich, aber eigentlich war das ziemlich sicher, wenn ich den Job bekomme, dann werde ich ihn machen. Und ja, dann haben sie die Woche drauf angerufen. Ich war zwar in der Arbeit, aber war dann gerade am Krankenhaus, dass ich rangehen können habe. Also wir haben gerade den Patienten schon abgegeben und sind wieder rausgegangen. Und dann habe ich meinen Kollegen gefragt, ob ich rangehen darf und er dabei putzt. Hat er dann gemacht. Und ja, da habe ich die Zusage bekommen, habe mich mega gefreut. Es war einfach mega Gefühl. Ja, bin dann am gleichen Tag, weil ich habe die Kündigung tatsächlich sicherheitshalber schon mitgeführt, weil das Problem ist, dass ich auf jeden Fall bis spätestens 19. kündigen hätte müssen, damit ich die 6 Wochen Kündigungsfrist habe, weil ich unter 5 Jahre bin. Das heißt, die haben zufälligerweise bis zum 1.6. jemanden gebracht, also jemanden, der am 1.6. gleich anfangen kann. Und wenn ich bis zum 19. kündige, wäre mein letzter Arbeitstag der 31.5. gewesen. Ja, mega. Hat einfach voll gepasst, alles wie, ich würde jetzt sagen, Arschereimer. Genau, und habe dann die Kündigung gleich zu meinem Chef vorgebracht. Der war natürlich nicht begeistert. Ich kann es aber nicht ändern. Bei den Konditionen überlegt man einfach nicht lange. Es ist leider so. Es ist einfach ein viel besser bezahlter und regelmäßiger Job, sagen wir es mal so. Und tatsächlich habe ich dann davor, bevor ich die Zusage gekriegt habe, an dem Tag noch mit jemandem geredet, der ihr Mann arbeitet auch da. Also nicht die gleiche Richtung, die ich arbeite, sondern der arbeitet eben in dieser Firma so. Und habe ich gesagt, wenn ich denn da mal die Chance bekomme zu arbeiten, dann werde ich die auf jeden Fall annehmen. Am nächsten Tag habe ich dann Bescheid gekriegt. Gestern habe ich tatsächlich dann jemanden gefahren, eine Patientin, die auch gesagt hat, sie hat von Intensivkrankenpflegerin, also Intensivkrankenschwester, weil sie der Betrieb und die ganze Organisation und alles, was den sozialen Sektor betrifft, einfach so aufgeregt hat. Also genauso wie bei mir. Und ist auch zum selben Job gegangen, den ich gemacht habe. Also es sind für mich alle so Zeichen, die mir einfach sagen, ich habe das Richtige gemacht.
Weil es ist schon Zufall, dass ich dann so viele treffe, die dort arbeiten und die mir das empfehlen und bla und blub. Also, und ich meine, auch meine Kollegen sagen alle, es ist wahnsinnig schade, dass ich gehe, aber sie verstehen es. Es hat jetzt wieder eine weitere gekündigt, die eigentlich bei uns Ausbildung gemacht hätte, ist zu einem anderen Betrieb gegangen. Also die hat ihre Ausbildungsstelle aufgegeben. Damit, das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Und mein Betrieb muss sich halt manchmal langsam Gedanken machen, ob es nicht vielleicht an ihnen liegt und nicht an uns. Jetzt muss ich schnell meine Eier reintun. Dann nehme ich euch schnell mit. Also wir arbeiten alle wahnsinnig gerne in unserem Betrieb und es ist auch, ich meine, wir haben jahrelang da gearbeitet, wir lieben unsere Kollegen und so weiter, aber seitdem das Ganze umstrukturiert wurde, von den Arbeitszeiten und was weiß ich alles, funktioniert das einfach nicht mehr für uns. Es ist leider so. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und wir würden alle wahnsinnig gerne dort weiterarbeiten, wir lieben unseren Job und ich meine, ich fahre auch gerne im Rettungsdienst, also wirklich, aber das stresst mich halt massiv und es ist einfach nicht mehr möglich. Und jeder, mit dem ich geredet habe in der Arbeit, hat gesagt, mir hätte es genauso gemacht. Also. Ja, genau. Das ist das, was ich euch noch erzählen wollte. Sonst weiß ich aus der Woche, für die ich das jetzt filme, tatsächlich nicht mehr viel. Kocht es jetzt schon? Was kocht er noch gar nicht? Muss ich noch warten? Okay. Genau, das ist das, was ich jetzt so euch noch sagen wollte, bevor ich jetzt das Video hier beende. Es ist wahrscheinlich überwiegend ein Redevlog und der ist relativ kurz, aber die Woche war sehr stressig. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Was haltet ihr davon? Habe ich das Richtige gemacht oder nicht? Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr wollt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.